Hey, herzlich willkommen im Volt 1. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo. Da sind wir auch schon in Volt 1. Die Musik. Ihr wisst es, ihr kennt das Spielchen. Die Musik läuft. Ganz normal. Wir machen gar nicht lange eigentlich. Wir organisieren nur so ein paar Kleinigkeiten. Und dann schauen wir mal. Das ist so eine kleine Zwischenfolge. Mal gucken, hier neue Babys sind da. 59. Alle sind hier eine Stufe hoch. Nur so mal Upgrade. Sehr gut. Ich glaube, das Format, was so funktionieren kann. Auf jeden Fall. Guck mal hier, Waffen sind fertig. Wer bist du denn? Meine Güte, hier sind aber eine Menge Leute. Wieder da. Und Baby Nummer 62 ist auch da. Sehr gut. Genau, wir können jetzt weitere Gebäude bauen. Und zwar das Atomkraftwerk. Den Atomreaktor. 1200 kostet der nur. Das ist aber ein Schnäppchen. Den wollten wir hier unten hinbauen. Um eventuell drei. Hier ist gerade so viel los, ne? Um eventuell drei Flächen zu bauen. Danke, Entschuldigung. So, wir gucken jetzt mal gerade hier einmal, wer hat hier Kaffeepause? Wer hat denn hier einen guten Stärkewert? Wir fangen von unten an. Guck mal, der hat gerade eine Kaffeepause, der hat aber schon mal zwei, ne? Auch zwei Stärkewert, zwei Stärke, zwei Stärke. Guck mal. Haben wir schon mal einen mit drei Stärkewert, Kenneth. Horster. Und dann noch einen mit Kaffeepause. Und Waffenwerkstatt. Kraftwerk. Restaurant, Waffenlager, Klinik, Restaurant, Kraftwerk, ihr seid alle schon soweit dabei. Okay, suchen wir uns mal den ersten mit der Kaffeepause raus. Was? Ich habe da hier Stärke. Achso, ich muss hier Stärke anklicken. Guck mal hier. Ist ja unglaublich, wieso hast du den hier? Ich will doch hier... Hohen Stärkewert hätte ich gerne. Achso, weil die jetzt von unten sind. Okay, wir gehen von oben. Gut, hier hat einer einen hohen Stärkewert. Aber wir suchen den ersten mit Kaffeepause. Kaffeepause. Da. Bobby Hall. Essen. Strom. So. Haben wir für euch vielleicht auch noch Ausrüstungen? Stärke haben wir hier ein. Sehr gut. Stärke plus 1. Du möchtest auch gern mehr Stärke haben. Okay, haben wir gar nicht. Okay, so, das läuft schon mal. Hier waren alle am Trainieren und am Tun oder Machen. Du hast ein bisschen mehr Glück bekommen, das freut mich für dich. Du bist ein bisschen intelligenter geworden. Du hast jetzt auch die Intelligenz. Auch super. Genau, ihr tauscht mal durch. Da kannst du dir auch ein bisschen mehr Intelligenz holen. Sehr gut. Wie sieht's aus mit überhaupt generell den Sachen? Mal, ihr habt hier alle nichts zu tun. Stecken wir erstmal alle Leute hier in die Baracken, die wir gerade nicht brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Waffen, ne? Abgesägte Schrotflinte,
Oh, rostige Schrotflinte, der Laser kann nicht immer wieder gebaut werden. Ein wilder Ghoul-Angriff. Ups, jetzt bist du natürlich ganz unten. Nicht so gut. Hier rein. Und der Discord Trooper geht auch nochmal hier rein. Wo ist Nitschka? Da. Okay, Nitschka geht schon mal weiter. Oh Mist, die Ghule sind durchgebrochen. Scout Trooper geht mal hinterher. Nitschka geht auch mal hinterher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht gut, gar nicht gut. Haben wir alle Ghule erwischt? Ich hoffe es. Okay, ihr schäkert alle ein bisschen rum, das ist doch super. So. Aber wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. Jeffrey Morgan. Hier noch was mit mehr. Ah. Okay, haben wir auf jeden Fall noch eine. Was ist denn jetzt los? Oh nein, Leute. Hier ist ja wirklich Werbung drin. Okay, ihr seid da, das heißt, wir können die Kopfgeldjagd beginnen und die zwei Nuke-Cola holen, die wir holen wollen. Tötet die leuchtende RAD-Kakerlake. Ab geht's. Ein bisschen plündern, ein bisschen Sachen organisieren, alles super. Ja, Leute, wenn ihr die Musik wissen wollt, wo die Musik herkommt, dann schaut in die Infobox. Kann ich nur empfehlen, so ein bisschen nebenbei beim Spielen. Kann man das mal machen. Okay, wir haben echt gute Waffen eigentlich. Hat auch genug Zeug mit. Ja, wir müssen das auch sehr Büro weiter ausbauen, aber. Also, es bringt mir auf jeden Fall nichts, wenn ich einen festen Tag in dieses Spiel zu spielen habe. Ich muss echt hin und wieder mal so eine kleine Mission, so eine kleine Setzung. Besser, ich verteile die auf die Woche. Mach so kleine Aufnahmen. Werde dann wieder eher größere Let's Plays. So reinbauen. Genießen wir mal kurz die Stille. Thank you.
können Unternehmen tun, um die Klimakrise zu bewältigen? We've got a few ideas. I've got a few ideas. Hey Leute, ja, ich bin nicht still in Schweigen vertieft, sondern bin hier gerade am Telefon. Ganz privat muss noch ein paar Sachen erledigt werden. Ich habe den Auftrag erledigt. Und das ist gut. Wir werden jetzt unsere Leute trotzdem nochmal anweisen, hier weiterzumachen. Die Räume doch kleiner, ne? So, auf, dann geht ihr mal ins Lager. Und ihr geht mal mit hier was Schönes bauen. Ah, jo, okay, hoch. Jetzt auch mal schön hier hingehen. Ah, der gute alte Scout-Schubfahrer. Dann bräuchtest du denn noch bis zum nächsten Stück Glück. Kann ich euch denn hier noch was geben? Jetzt geben wir doch die Waffen aus, ne? Ist wirklich so. Ausrüstungsgegenstände, Klamotten. Okay, da denn. Kinder haben wir ja eine Menge, ne? Du bist doch auch so alt schon mit Glück, ne? Nee, du nicht. Okay. Wir könnten natürlich trotzdem das Aussehbüro upgraden. Doch nicht. Death Berserk kostet 10.000. Schauen wir einmal kurz in die Quests. Nein, nur noch 3 Tage oder so. Einmal schaffen wir nicht. Ich bringe ein bisschen Zeug wieder mit. Die Lagerkapazität hätten wir denn. 39 von 70. Okay.
nicht wirklich was zu tun, ne? Dann lernen wir doch was. Wie sieht's aus mit Jobs? Kind. Wir haben keinen in der Kaffeepause, ne? Das ist wichtig. Hauptsache keinen in der Kaffeepause. Sollten wir jetzt wieder aufhören. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, eigentlich, euch hier reinzusetzen. Hier ein Outfit baut. Und zwar ein stärker Outfit. So ein Militär-Outfit oder so. Das war ein bisschen mehr da rein. Wie lange brauchen die denn von 5 Stunden? Okay. Militär-Outfit will ich, dass ihr das baut. Gefechtsrüstung, guck mal, 2. Intelligenz. Da haben wir eine Militärbekleidung. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ne? Kann ich auch mal einmal kurz bei der Zeitfaktor gucken. Wenn ich irgendwie so ein super Ding haben, ne? Das sieht nicht so aus. Okay, gucken wir nochmal das Militär, baut dann ein Militärding. Hier 2 drin, ja. Überall immer 2 drin. Könnt ihr mal kurz unterbrechen? Ein paar mehr Schwangere finde ich gar nicht so verkehrt. Sind hier nur Männer drin? So eine Frau. Heather Foster. Heather Foster, du gehst mal hier hin. Gucken, dass er kein. Ja. Geht auch mal mit. Warum denn eigentlich nicht? Okay. Damit das besser klappt, machen wir hier ein wenig mehr Stimmung. Schulmeister-Outfit. Karsma könnte der gute Tentobi aber auch gebrauchen. Geht ihr auch mal wieder an die Positionen. Wie kriegen wir denn hier raus? 13. Okay, super. Das ist eigentlich auch ein lohnendes Ziel, das hier abzugraden. Vor allem, wenn wir die Leute einzeln losschicken. Strom läuft super, läuft alles wunderbar. Vielleicht baue ich doch ein paar kleinere Waffen. Lassen wir jetzt mal. Die sind gut drauf. Soweit passt das alles. Ich weiß gar nicht, ob du tatsächlich eh brauchst, ne? Ja, die Kakerlaken angreifen, aber die sind
Kampf gebraucht. Wir müssten die sofort wegballern. Ja, da dürfte eigentlich nichts übrig bleiben. Okay. Gut. Läuft, läuft, läuft. Hier kriegt er alle Stimpacks, die er was braucht. Warum denn nicht? Ihr seid auf dem Rückmarsch. Gut. Ah ja, ihr habt es geschafft. So, gut. Ich weiß gar nicht, wo du gerade drin mit beschäftigt warst. Hast du denn so an Werten? Du hast bei A nur einen. Du hast bei A drei. Dann trainier doch ein bisschen mehr A. A, B, C, D, E, F, G. Dann kannst du noch ein bisschen hier mit beihelfen. Der hat kein Charisma. Die Anwärter Ober hat Charisma. Und hier gibt es auch mehr Charisma. Ups. Und hier muss es auch mehr Charisma geben. So, jetzt machen wir mal was. 3 Minuten nieder. Hier, der Sportraum. Hier wird Stärke trainiert. Super. Okay, passt. Läuft so alles. Ich möchte aber jetzt schon gerne, dass ihr noch ein bisschen Schwangerschaft hier mit reinbringt. Ja, achso, ihr seid immer noch auf dem Rückweg und ich möchte immer noch dieses Gebäude upgraden. Okay. Wie sieht der Atomreaktor eigentlich aus? Ja, ganz nett. Die Kronkorken kommen auch langsam wieder rein, aber hier passiert gar nichts. Ist ja wirklich traurig. Wir hätten hier den größten Charisma-Wert. Kein Charisma? Der hat auch ein super Charisma. So, könnte das irgendwie seine Tochter sein? Die Möglichkeit besteht, liebe Leute. Nice. Das heißt, wir tauschen euch mal durch. Einfach nur, um es zu probieren. Ob das Sinn macht. Okay. Immer noch richtig viel raus. Hier wird es schnell mehr Elektrizität rausgeben als dort. So, die beiden, da funkt schon mehr. Das ist gut. 1, 2, schwanger haben wir. 3, 4, 5 wäre cool. Und schwanger wäre ganz nett. Okay. Wubi. Ja. Sehr gut, wenn das jetzt in der nächsten Minute noch funkt bei euch. Na, damit ich euch wieder an eure Arbeitsplätze stecken kann. Versorgung von World 1 läuft auch super. Alles großartig. Sehr gut.
kriegt mich ja gleich wieder da unten, kann ich dich ja gleich wieder hier in den A-Raum schicken. Stärke natürlich auch wichtig wäre, ne? Stärke hatten der gute Tentobi. Die tanzen auch und dann haben wir es gleich. Wo ist er? Der Trenchcoat-Mann. Nee. Den finden wir nicht. Doch, da. Ah, schade. Ganz knapp daneben. Okay, Leute. Gern nochmal. Ja, das hat auch geklappt. Supi. Gut. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Dann haben wir beim nächsten Mal bestimmt 5 weitere Leute. Großartig. Scout Trooper geht weiter. Glück lernen, ne? Finde ich gut. Kannst du die Söldnerrüstung auch wieder anziehen? Das Adelsoutfit und der gute Tentobi kriegt die Söldnerrüstung an. Haut's mir mal in die Kommentare, ob das okay für euch ist. Dann gehst du noch mit dorthin und ja, wir beenden diese Folge, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Supportet meinen Kanal gerne. Ansonsten schaut mal in meinen Sendeplan vorbei, wann ich mal wieder auf Twitch online bin. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao. Okay. Damit das besser klappt, machen wir hier ein wenig mehr Stimmung. Schulmeister-Outfit. Charisma könnte der gute Tentobi aber auch gebrauchen. Geht ihr auch mal wieder an die Positionen. Wie kriegen wir denn hier raus? 13. Okay, super. Das ist eigentlich auch ein lohnendes Ziel, das hier abzugraden. Vor allem, wenn wir die Leute einzeln losschicken. Strom läuft super, läuft alles wunderbar. Vielleicht baue ich doch ein paar kleinere Waffen. Lassen wir jetzt mal. Die sind gut drauf. Soweit passt das alles. Thank you.
ich weiß gar nicht, ob du tatsächlich eh brauchst, ne? Ja, die Kakerlakenangriff, aber diesen Kampfgebrauch müssten die sofort wegballern. Ne? Ja, gut, das ist dann. Da dürfte eigentlich nichts übrig bleiben. Okay. Gut. Läuft, läuft, läuft. Hier kriegt er alle Stimpacks, die er was braucht. Warum denn nicht? Ihr seid auf dem Rückmarsch. Gut. Ah ja, ihr habt es geschafft. So, gut. Gar nicht, wo du gerade drin mit beschäftigt warst. Was hast du denn so an Werten? Du hast bei A nur einen. Du hast bei A drei. Dann trainier doch ein bisschen mehr A. A, B, C, D, E, F, G. Dann kannst du noch ein bisschen hier mit beihelfen. Er hat kein Charisma. Die Anwärter Robert hat Charisma. Und hier gibt es auch mehr Charisma. Ups. Und hier muss es auch mehr Charisma geben. So, jetzt drei Minuten nieder. Hier, der Sportraum. Hier wird Stärke trainiert. Super. Okay, passt, läuft so alles. Ich möchte aber jetzt schon gerne, dass ihr noch ein bisschen Schwangerschaft hier mit reinbringt. Ja, achso, ihr seid immer noch auf dem Rückweg und ich möchte immer noch dieses Gebäude upgraden. Okay. Wie sieht der Atomreaktor eigentlich aus? Ja, ganz nett. Kronkorken kommen auch langsam wieder rein, aber hier passiert gar nichts. Ist ja wirklich traurig. Wir hätten hier den größten Charisma-Wert. Kein Charisma? Der hat auch ein super Charisma. So, könnte das irgendwie seine Tochter sein? Die Möglichkeit besteht, liebe Leute. Heißt. Das heißt, wir tauschen euch mal durch. Einfach nur, um es zu probieren. Ob das Sinn macht. Okay. Immer noch richtig viel raus. Hier wird es schnell mehr Elektrizität rausgeben als dort. So, die beiden, da funkt schon mehr. Das ist gut. 1, 2, schwanger haben wir. 3, 4, 5 wäre cool. Und schwanger wäre ganz nett. Okay. Ruby. Ja. Sehr gut, wenn das jetzt in der nächsten Minute noch funkt bei euch. Damit ich euch wieder an eure Arbeitsplätze stecken kann.
Versorgung von Volt 1 läuft auch super. Alles großartig. Sehr gut. Kann ich euch ja gleich wieder da unten, kann ich dich ja gleich wieder hier in den A-Raum schicken. Obwohl Stärke natürlich auch wichtig wäre, ne? Stärke hatten der gute Tentobi.